Ja, hallo und herzlich willkommen. Hier ist die Monika Thoma mit der fünften Ausgabe von unserem Leading Ladies TV. Ich grüße euch ganz, ganz herzlich und ich hoffe, ihr habt einen schönen Sonntag. Geht vielleicht nah an den See. Ich begrüße euch heute so ein bisschen im Wettlook, denn hier am See ist heute Badetag. Nichtsdestoweniger war es mir ein Bedürfnis, hier gerade mal live zu gehen auf Facebook und hier die nächste Ausgabe zu schalten. Herzlich grüß Gott heute an diesem schönen Sonntag. Ja, unser Thema heute ist Facebook tot. Was machen wir denn jetzt mit Sichtbarkeit und Umsatz für unser Business? Also zunächst einmal, um was geht es? Der Europäische Gerichtshof hat ja Anfang der Woche am Montag beschlossen, dass wir Betreiber von Facebook-Angeboten, also zum Beispiel Facebook-Pages oder Facebook-Gruppen, dafür haften, dass wenn Facebook eventuelle Datenverarbeitungsverstöße begeht. Also ihr merkt schon, ich formuliere das mal ganz vorsichtig. Und warum sind wir in der Haftung? Na ganz einfach, weil wir Facebook unterstützen bei der Sammlung von Daten und dafür im Gegenzug auch ja, Informationen über unsere Besucher bekommen. Also jeder, der eine Facebook-Seite aufruft, gibt automatisch alle Daten, die Facebook bekannt sind, zur eigenen Person, zum Nutzerverhalten, zum Like-Verhalten entsprechend auch an Facebook weiter. Und wir können ja als Seitenbetreiber auch nachschauen, zum Beispiel, welche anderen Seiten liken denn die Menschen, die bei uns auf der Page sind. Das heißt, als Seitenbetreiber oder auch als Gruppenbetreiber machen wir da fleißig mit bei der Datensammelwut von Facebook. Und deswegen möchte ich mal so sagen, wenn jetzt da so eine Welle der Empörung hochkocht, dann finde ich zum einen, dass das vollkommen berechtigt ist. Und ich bin super happy, dass wir das Thema Datenschutz jetzt einfach mal diskutieren. Und wir brauchen ja nicht jetzt großartig Angst haben davor. Es gibt ja nicht irgendwelche krassen Folgen. Wenn wir uns an gewisse Voraussetzungen halten, und das gefällt mir sehr gut, auf der anderen Seite ist es natürlich gerade jetzt, was diese Mithaftung von Seitenbetreibern betrifft, wir können nichts tun. Wir können nichts tun. Also du kannst nicht einmal eine Seite vorschalten, vor deine Facebook-Page, wo dann draufsteht, wenn du bereit bist, dass Facebook deine Daten sammelt, dann klicke bitte weiter. Und wenn nicht, dann tu es einfach nicht. Das geht nicht. Das heißt, in dem Moment, wo die Leute auf unsere Seite kommen, werden ihre Daten gesammelt und wir als Seitenbetreiber können nichts dafür tun. Das heißt, wir sind möglicherweise verantwortlich, ohne dass wir Gestaltungsregeln oder Gestaltungsmöglichkeiten haben. Und das ist etwas, was mir als Unternehmerin zutiefst widerspricht. So, was machen wir jetzt? Indem wir tatsächlich unsere Seiten löschen, indem wir unsere Gruppen aufgeben. Das war Anfang der Woche, war das mal so eine schnelle Tendenz, dass die Leute ja total Angst gehabt haben, dass sie da mit Tausenden von Euros dabei sind. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen entschärft worden. Die Zeitungsverleger und der Bundesverband der digitalen Wirtschaft, die haben dieser Tage geschrieben, ja, erst mal ein bisschen abwarten, wir müssen erst mal sehen, weil es muss jetzt das Bundesverwaltungsgericht über die Umsetzung dieser Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs erst noch selber entscheiden. Das dauert noch ein paar Monate. Also einfach mal Augen aufhalten. Ich informiere euch hier in unserer Gruppe sehr gerne da über die weitere Entwicklung. Ich habe Anfang der Woche in meinem Newsletter geschrieben, da war das noch so ganz frisch ungeklärt, wie wir uns da verhalten. Ich habe gesagt, wenn ihr Seiten habt, die ihr so gut wie gar nicht benutzt, dann schaltet die doch bitte ab. Andere Seiten, also mit abschalten, meine ich im Übrigen nicht löschen. Auf keinen Fall löschen, sondern verbergen. Das macht ihr über eure Einstellungen, ist gleich einer der ersten beiden Punkte, ist Sichtbarkeit und da könnt ihr das einfach umstellen. Das ist mal das Erste, dass ihr sie mal aus der Schusslinie nehmt. Das andere ist die Wahrscheinlichkeit, dass da was passiert, so habe ich damals geschrieben, das halte ich für äußerst gering. Ich denke, dass Facebook, zum einen denke ich, dass Facebook für diesen Fall Vorbereitungen getroffen hat. Es kann ja nicht sein, dass wir zur Haftung gezogen werden, obwohl wir gar nichts dafür können.
Und es macht überhaupt viel mehr Sinn, sich direkt an Facebook zu wenden, wenn es um die Gerichte geht und die Urteile, die jetzt zu fällen sind. Ich glaube, dass das Risiko nicht so groß ist. Mich hat es aber dazu inspiriert, mal drüber nachzudenken, dass ich sage, okay, setzen wir mal den Fall, wir können in Zukunft Facebook nicht mehr nutzen. Und im Übrigen, meine Lieben, das gilt ja nicht nur für Facebook, das gilt ja für Instagram, für Pinterest, für YouTube. Ich glaube, das ist ein bisschen untergegangen jetzt in der Diskussion. Wenn wir dieses Urteil ernst nehmen, beziehungsweise wenn sich das bestätigt durch die deutschen Gerichte, dann haben wir ein Problem, weil dann können wir den ganzen Bereich Social Media nicht mehr nutzen. Weil da werden Daten gesammelt, wir werden informiert über die Daten, die da gesammelt werden, nutzen diese Daten, um Anzeigen zu schalten. Das heißt, da müssen wir uns tatsächlich was anderes überlegen. Wie gesagt, ich glaube nicht, dass es so weit kommt. Aber ich möchte euch gerne mal einladen, einmal über einen Plan B nachzudenken. Ich habe so für mich festgestellt, dass ich da gar nicht so viel anderes machen würde, wenn das Social Web wegfallen würde oder sehr stark Restriktionen unterliegen würde. Warum? Weil meine Strategie nicht nur online fundiert ist, sondern meine Strategie ist auch sehr stark offline fundiert. Das heißt, was wird man denn machen? Setzen wir mal den Fall, wir können über Social Web keine Posts mehr absetzen, keine Anzeigen, gar nichts mehr. Ich würde zum ersten Mal euch dazu anleiten, also Punkt 1, eine Social Media freie Welt fürs Marketing. Erinnert euch doch mal dran, das gab's schon mal. Also ich habe mein Business vor fast 20 Jahren gegründet und da hatte ich auch eine der ersten Internetseiten. Das Social Web, das kam erst 10 Jahre später so ein bisschen aus den Startlöchern. Das heißt, wir haben damals, was haben wir denn damals gemacht? Wir haben Flyer gedruckt und haben die verteilt. Na gut, in die Zeiten müssen wir nicht mehr zurück. Aber ich möchte nur mal so vom mentalen Punkt, dass ihr euch da mal dran erinnert, es gab auch schon mal andere Zeiten. Das heißt, die Welt wird nicht untergehen. Hätten wir da tatsächlich ein Problem mit dem Social Web? Ich würde euch zum einen empfehlen, dass ihr eure bestehenden Kunden aktiviert. Bestehende Kunden, Altkunden. Ich weiß, da bin ich fast so wie eine Gebetsmühle, weil das sage ich immer. Und warum sage ich das immer? Weil eure bestehenden Kunden oder eure früheren Kunden oder eure bestehenden Kontakte, die kennen euch, die mögen euch und die vertrauen euch. Gilt es zu 100%? Nee, es gibt schon mal Kundenprozesse, die schieflaufen oder dass man sagt, nee, man hat sich dann doch getrennt, vielleicht nicht so ganz im Guten. Das gibt es in jedem Business. Ich beobachte aber, dass die meisten Unternehmerinnen ihre eigene Bedeutung für den Kunden oder für ihren Interessenten falsch einschätzen. Ihr dürft euch da ruhig mehr Selbstvertrauen zutrauen. Und denkt doch mal, ob es stimmt, dass ihr sagt, je mehr euer Kunde von euch kauft, umso besser geht es ihm und umso schneller kann er seine Ziele erreichen. Also achtet mal darauf, wie selbstbewusst betrachte ich eigentlich die geschäftlichen Beziehungen, die ich pflege. Habe ich da so das Gefühl, wenn es gut läuft, fällt was ab für mich oder sage ich, Moment mal, ich gestalte da eine Beziehung, die vielleicht über viele, viele Jahre geht. Beachtet auch mal, was ist ein Kunde wert? Ein Kunde ist nicht nur den ersten Umsatz wert von 100 Euro oder 500 oder 5000 oder 50.000, ich weiß nicht, sondern der hat ja einen längerfristigen Bedarf. Und schaut einmal, ob ihr nicht die Beziehung zu eurem Kunden auch strategisch betrachten möchtet, dass ihr sagt, Mensch, ich wachse mit diesem Kunden in eine gute Zukunft für uns beide. Dazu gehört, dass man nicht nur am Ende eines Auftrags fragt, so und wann kommt der nächste, sondern dass man schon während der Auftragsbearbeitung tatsächlich mit dem Kunden in Kontakt dazu geht und schaut, wo sind denn da weitere Bedarfe und wo können wir noch zusätzliche Umsätze generieren. Gerade Beratern und Trainern sage ich, Trainer nicht,
Beratern, Coaches, Consultants, sprecht mit euren Kunden nach 2/3 oder 4/5 der Zusammenarbeit über den Anschlussauftrag, nicht so erst in der letzten Stunde, weil da ist oft schon der Gedanke auf Seiten des Kunden ganz woanders. Der hat da oft schon mit dem Prozess abgeschlossen. Also ganz wichtig, Punkt 1, unabhängig vom Social Web, ja oder nein, schaut, dass ihr das, was ihr euch schon erarbeitet habt, also die Kundenbeziehung, die Interessentenbeziehung, dass ihr die konsequent, dass ihr das in eure Prozesse reinnehmt und konsequent daran arbeitet, hier entsprechend die Umsätze zu generieren und damit eurem Kunden was Gutes zu tun. Das ist so das größte Potenzial, das ich jetzt so in vielen Jahren als Business-Mentorin beobachtet habe. Da liegt in jedem Unternehmen, das traue ich mir mittlerweile zu sagen, da liegt in jedem Unternehmen Geld auf dem Tisch. So, erster Punkt, Kundenbeziehungen besser monetarisieren, besser hegen, besser pflegen. Der zweite Punkt ist, ein Newsletter zu schreiben. Und jetzt, glaube ich, höre ich euch aufschreien und sagen, nein, Newsletter, der hat immer schon eine schlechte Reputation gehabt, der Newsletter, weil die meisten Menschen einfach da ihr Werbung rausgehauen haben. Also der wurde nicht mit Liebe gemacht. Und eine Kollegin von mir, die Daniela Heckmeier, die bezeichnet ein Newsletter immer so als Liebesbrief. Und das finde ich so ein schönes Bild. Ich habe dieser Tage beim Austin Kleon gelesen. Ich packe euch den Link rein. Der Austin Kleon hat so Bücher geschrieben wie Steal Like an Artist. Viele von euch kennen die Bücher, die sind ganz zauberhaft. Und er sagt, wenn er ein Newsletter schreibt, dann überlegt er zuerst einmal, was war denn für ihn aufregend? Was fand er interessant? Was fand er spannend? Und dann guckt er, was davon ist auch für meine Kunden interessant? Was inspiriert die? Was bringt die weiter? Also ich plädiere da tatsächlich für so eine ehrliche, wertschätzende Art und Weise, mit eurem Newsletter umzugehen. Natürlich sagt er jetzt zu mir, ja, und was ist denn mit meinem Umsatz? Wenn wir hier so plaudern über das, was uns wichtig ist, was den Kunden wichtig ist, wie kriege ich denn da die Brücke zum Umsatz geschlagen? Das sage ich ganz einfach. Zum einen weist ihr im Newsletter darauf hin, wann ihr vielleicht beim Vortrag zu sehen seid oder ob ihr gerade ein Produkt vorbereitet oder ein neues Angebot. Schreibt doch da auch drüber. Das kann eine ganze Newsletter-Ausgabe kann darüber gehen, wie ihr das Produkt gestaltet habt oder wo ihr gerade steht. Und da geht's mir nicht so sehr darum, dass ihr da quasi so Schleichwerbung und unterm Teppich durchkommt am Ende des Raumes, sondern das kann man auf eine sehr ehrliche und authentische Art und Weise machen. Da plädiere ich überhaupt dafür. Und ich habe noch so einen Geheimtipp aus Amerika importiert. Und das ist die sogenannte Super Signature. Das ist ein Abspann im Newsletter, der die Brücke schlägt zum Verkauf. Und wenn ihr euch jetzt fragt, wie gestaltet man denn so eine Super Signature, dann würde ich euch empfehlen, ich habe auf einer der Seite in den Kommentaren, gebe ich euch die Möglichkeit, euch zu meinem Newsletter einzutragen. Ihr könnt euch dann jederzeit wieder austragen und dann schaut mal, am Dienstag kommt der nächste Newsletter raus, wie hier so meine Super Signature ausschaut. Und wenn ihr dann mit mir drüber sprechen wollt, wie man sowas für euch generieren kann, könnt ihr mich gerne ansprechen. Also Newsletter, wo ihr ehrlich und authentisch über das schreibt, was euch gerade bewegt, was euch geholfen hat und wo ihr mit einer Super Signature dann auch noch den Link hierüber zum Umsatz macht. Vielleicht noch eine Empfehlung, achtet auch auf die Betreffzeile. Da werden die Betreffzeilen so sehr werblich geschrieben. Habe ich früher auch gemacht. Schuldig. Wo dann steht, die 7 besten Möglichkeiten zu irgendwas. Schaut da mal, ob er das nicht anders macht. Susanne Westphal hat ihren wöchentlichen Newsletter immer am Mittwoch und die schreibt nur ein Wort in die Betreffzeile. Das finde ich auch sehr gut. Also so, ich möchte mal ein Beispiel bringen, schreibt nicht die 7 besten Biergärten in München,
sondern wenn ihr einem Freund schreiben würdet, überlegt einmal, was würdet ihr, wenn ihr einem Freund schreibt, was würdet ihr dann in die Betreffzeile reinschreiben? Und da wird man vielleicht schreiben, Biergarten heute Abend. Ja, also seid sehr konversationell in dieser Betreffzeile, haltet insgesamt dieses Teil sowohl informativ als auch wirklich im Dialog und nicht so, es ist keine autistische Welle, dass man dem armen Empfänger irgendwas drüber kleben kann. Und warum macht man denn ein Newsletter? Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich ich sage nachher noch eine weitere Maßnahme, die bei mir wahnsinnig gut funktioniert, aber ich sage mal so, bestimmt ein Drittel meiner Umsätze generiere ich über ein Newsletter, also Newsletter in Kombination mit richtigem E-Mail-Marketing. So, wir hatten drei Aspekte angekündigt, alternativ oder ergänzend zum Social Media Marketing. Das erste war die Bearbeitung der bestehenden Kunden, das zweite der Newsletter und das dritte ist, dass ihr euch traut, Vorträge zu halten. Auch hier fürchte ich, dass ihr ein bisschen mit den Augen rollt und sagt, ja, das hören wir überhaupt und überall und wir wissen ja, Vorträge brauche ich für die eigene Sichtbarkeit, da sagst du mir nichts Neues und ein bisschen was Neues möchte ich dir schon sagen zum Thema Vortrag, glaube ich. Zum einen hilft es überhaupt nichts, wenn du dir selber quasi vorwirfst, dass du dich nicht traust, auf die Bühne zu gehen oder dass du sagst, okay, noch nicht traust, auf die Bühne zu gehen. Du bist da wirklich in bester Gesellschaft. Es ist die größte Angst der Menschen, öffentlich zu sprechen. Die Angst, öffentlich zu sprechen, ist bei vielen Menschen, bei den meisten, größer als die Angst zu sterben. Also du bist da wirklich in guter Gesellschaft und hör ab sofort auf, dir Vorwürfe zu machen. Das Zweite ist, ein Vortrag alleine bringt dir keinen Umsatz. Und ich bin wirklich oft erstaunt, dass wenn ich sehe, auch Leute, die wirklich sehr viele Vorträge halten, die kleben am Ende nochmal so einen Hinweis auf ihren nächsten Workshop dran und das war's. Das ist aber nicht fachgerecht. Fachgerecht im Sinn von einem guten Marketing, weil das klingt immer so ein bisschen salesy. Also ich habe da eine alternative Strategie entwickelt. Ich habe eine Speaker-Ausbildung in den Staaten gemacht, wo es nicht nur darum ging, wie man einen guten Vortrag hält. Gebe ich nachher auch gleich noch einen Tipp. Das ist wahrscheinlich der beste, den man überhaupt haben kann zum Thema Vortrag. Sondern da wurde das Thema Vortrag auch eingebunden ins Marketing. Also der Vortrag nicht irgendwie als diffuses Sichtbarkeitsinstrument, sondern das auch tatsächlich einzubinden in eine Vertriebskette. Und das funktioniert einfach so, dass ihr im Vortrag an einer bestimmten Stelle gefolgt oder nach einer anderen Maßnahme anbietet, dass ihr mit den Menschen telefoniert und die allgemeinen Informationen aus diesem Vortrag maßschneidert auf die individuelle Situation dieser Persönlichkeit. Und ihr dürft es, glaube ich, wird manchmal unterschätzt. Man darf es wirklich nicht unterschätzen. Und ging mir selber auch so, bevor ich es nicht erlebt habe. Der Mensch, der vorne auf der Bühne steht oder vorne vor dem Publikum steht und spricht, dem hält man Kompetenz zugute. Sonst würde sich der ja nicht da vorne hinstellen, richtig? Und das hält auch zugleich ganz viele Menschen davon ab, sich einfach zu trauen, sich auch da vorne hinzustellen. Man hält dem Menschen eine größere Kompetenz zugute. Gleichzeitig vermutet man, nachdem der ja über seine Arbeit spricht, hat es der gar nicht mehr nötig, dass er Umsatz macht. Ja, das sind leider so Gedanken, die jeder im Publikum hat. Deswegen ist es wichtig für euch, dass ihr diese Brücke schlagt, dass ihr dieses Telefonat anbietet oder dieses Gespräch. Ich bin immer sehr für ein Telefonat. Die Menschen freuen sich, weil die Kompetenz vermuten sie, die Kompetenz erleben sie bei diesem Gespräch. Die finden einen vielleicht auch nicht ganz unsympathisch und haben vielleicht die Idee, Mensch, der könnte mir ja bei meinem Problem weiterhelfen. Und dass ich dieses Problem habe, das habe ich ja schon gezeigt, indem ich zu dieser Veranstaltung und zu diesem Vortrag gehe.
Dieses Gespräch darf man natürlich schon strukturiert führen. Man braucht ein bisschen Übung und so weiter. Das will ich nicht in Abrede stellen. Aber ich möchte euch da wirklich dran erinnern, ein Vortrag nur für die Sichtbarkeit könnt ihr euch genauso gut schenken. Vortrag, der die Vertriebskette richtig reinhängt, der ist wunderbar. Und jetzt fragt ihr euch, wie komme ich denn überhaupt zum Vortrag? Oder ich erlebe das auch bei meinen Kundinnen. Und ich habe da am Anfang immer so richtig eine große Liste ausgearbeitet und du kannst dich hier melden und du kannst dich da melden und so weiter. Bis ich irgendwann gemerkt habe, das ist überhaupt nicht die richtige Vorgehensweise. Weil was nützt es dem Menschen, wenn sie irgendwo sich einen Vortrag generieren, wenn sie noch überhaupt nicht die Zuversicht haben, dass sie sich da auch hinstellen können? Deswegen gehe ich mittlerweile dazu über, zu sagen, schau doch mal, wo ist denn ein Event bei dir am Ort? Es gibt hier in München die Lightning Talks, wo ich da noch einen Link dazu auch packen werde. Es gibt die Barcamps quer durch Deutschland, aber auch quer durch Bayern. Es war gestern zum Beispiel das erste Frauenbarcamp in München. Mein allererstes Barcamp war in Ingolstadt im Existenzgründerzentrum. Hanne Schlee hat das wunderbar organisiert. Es gibt das ISA-Camp in München. Barcamp ist einfach ein Zusammenkommen von Menschen, die sich über ein bestimmtes Thema informieren möchten, die da Interesse dran haben. Und da kann jeder von euch kann hingehen zu diesem Barcamp und sagen, ich biete eine Session an. In der Früh macht man das. Und ihr müsst auch überhaupt keine Angst haben. Oder meine Angst war am Anfang, dass ich mir dann denke, oh, vielleicht will es überhaupt keiner hören, was ich sage. Vielleicht ist es doof formuliert. Vielleicht treffe ich da nicht den richtigen Ton. Könnt ihr alles ignorieren. Könnt ihr alles vergessen. Geht einfach hin und bietet eure Session an. Ah, Brigitte, wunderbar. Brigitte Hettenkofer. Ich liebe es, Vorträge zu halten, sagt sie. Und mich begeistert das deswegen nicht, also mich begeistert das jetzt total, weil wir Frauen, glaube ich, dürfen da auch immer auf gute Vorbilder schauen und sagen, okay, bei anderen ist es vielleicht anders. Wunderbar. Und was beim Barcamp vielleicht passieren kann, dass ihr eine Session anbietet in der Früh und da sagen auch so ein paar Leute, ja, sie kommen und dann sitzt ihr ganz allein in einem Sessionraum und das ist überhaupt kein Problem. Es kann aber auch passieren, dass 50 Leute vor euch sitzen. Also probiert es da einfach aus und das ist jetzt ein Tipp für Anfänger. Ein Tipp für Anfänger, sucht euch im Internet ein Barcamp raus und geht dahin und bietet euren ersten Vortrag an. Und ich habe ja vorhin noch einen Tipp versprochen für alle Vortragshaltenden und für alle, die vielleicht Lust haben, einen Vortrag zu halten, aber noch keinen gehalten haben. Die ist also für Anfänger und für Profis ein Tipp. Sammelt Geschichten. Sammelt Geschichten, denn das Wichtigste beim Vortrag ist nicht der Inhalt. Natürlich ist es interessant, dass wir was Fundiertes rübergeben wollen, aber das tun wir ja sowieso. Was ich wichtiger finde, ist auch so diese Erzählgeschichte. Und warum ist das wichtig? Weil Menschen, das Letzte, was die Menschen noch wollen heute, ist eine Information. Klar, auch die richtige Information, aber wir werden den ganzen Tag im Internet so zugeschwemmt. Aber was toll ist, ist, wenn diese Information über eine Geschichte angekündigt wird, dann höre ich das ganz anders. Ich denke, wir hören es mit unserem inneren Kind und haben dann einen ganz anderen Bezug zu der Information, aber auch zu dem, der da spricht. Ja, Brigitte, du hast vollkommen recht. Reden, halten kann man lernen und dann üben, üben, üben. Und genau das könnt ihr tun, wenn ihr auf ein Barcamp geht, wenn ihr auf einen Lightning Talk geht. Ich selber habe sogar diesen Sommer einfach mal in dem kleinen Café ganz am Wasser, das ist in München am Westparksee, die haben so alle 4 Wochen, könnt ihr euch übrigens auch anmelden oder einfach mal hingehen und sich das angucken. Da reden alle 4 Wochen 7 Menschen, erzählen eine Geschichte über 7 Minuten. Und ich habe da die Geschichte von der 100-Euro-Challenge erzählt. Das ist mal was für ein anderes Thema. Und das kam auch sehr, sehr gut an. Denn meine Aufgabe beim Reden ist jetzt
nicht mehr einen guten Vortrag zu halten, also das ist natürlich immer die Aufgabe für jeden Referenten, aber mir geht es mittlerweile nicht mehr darum, dass ich da irgendwie meine Performance verbessere oder sowas, sondern meine Aufgabe, die ich mir selber gesetzt habe, ist, frei zu sprechen. Also, und ich habe das gelesen über den Eckhart Tolle. Der Eckhart Tolle setzt sich hin, lässt sich inspirieren, das habt ihr vielleicht auch mal gesehen, dann dauert es halt ein paar Minuten, bis er was sagen kann. Und dann spricht er inspiriert. Und das hat mir super gut gefallen. Das habe ich dann gleich mal ausprobiert. Ich war ja Ende Mai eingeladen im Café Lotti von der Sabrina Lorenz zusammen mit der Veronika Ress, auch eine ganz zauberhafte, die Svenja Walter, die viele von euch kennen, toll. Und dann habe ich mir erst gedacht, zwei so tolle Frauen und ich. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, genau, da stellst du dich dazu und da erzählst du auch. Und vor allem wollte ich ja freisprechen. Und dann bin ich vor dem Vortrag nochmal draußen so ein bisschen auf und ab geschlendert. Und dann habe ich plötzlich an einem Laternenmast oder am Verkehrsschild, wie sagt man, Pfahl, habe ich so einen ganz tollen Aufkleber gesehen, der hieß, sei morgen ein besserer Mensch, als du gestern warst. Und da dachte ich mir, das ist ja ein toller Einstieg für meinen Vortrag. Da ging es ja um das Thema Frauenpower, Powerfrauen. Und dann habe ich den runtergepuppelt und habe mir den hier auf das T-Shirt draufgeklebt. Und das war wirklich ein starker Beginn. Ha, so. Also meine persönliche Aufgabe. Euch würde ich empfehlen, wenn euch das ein bisschen zu hart ist, unvorbereitet zu einem Vortrag zu gehen, sammelt Geschichten. Und das heißt, was passiert euch jeden Tag? Und ich möchte darauf hinweisen, dass es nicht so sehr darum geht, dass das jetzt so Geschichten sein müssen, die so oberkrass sind, sondern schaut einfach mit euren besonderen Augen, weil ihr seid nicht dazu aufgerufen und ich auch nicht. Niemand von uns ist dazu aufgerufen, was ganz Besonderes zu machen, sondern alleine das, dass wir in die Welt schauen und Begegnungen haben. Du hast Begegnungen, ich habe Begegnungen. Alles, was dir auffällt, du sagst, wow, das ist ja hier, das ist aber schon mal was Besonderes oder das, da muss ich drüber lachen, egal was. Alles, was bei dir eine Reaktion auslöst, das darfst du in einem Vortrag erzählen. Und das wirst du merken, dass die Menschen auch auf Geschichten ganz stark ansprechen und du hast eine Verbindung zu deinem Publikum und hast damit einfach auch eine Sicherheit. Ich sage heute, mich trägt bei einem Vortrag die Verbindung zum Publikum. Diese Energie, die gemeinsam entsteht, wenn jemand mit ehrlichem Herzen was erzählt, das ist das, was ich heute sehr genieße. Ah, Jacqueline Schäfer, hi. Es lohnt sich auch, sagt die Jacqueline, mit professionellen Redenschreibern und Redencoaches zu arbeiten, um die erste Unsicherheit zu überwinden. Da hast du vollkommen recht. Also ich habe so davon profitiert, dass ich diese Speaker-Ausbildung gemacht habe. Ich würde vielleicht noch eine kleine, ich würde nicht sagen Einschränkung machen oder eine kleine Ergänzung, Jacqueline. Ich würde heute sagen, schaut, dass es jemand ist, der das wirklich zum gleichen Zweck macht, wie ihr das macht. Also dass ihr wirklich auch diesen Vermarktungsaspekt mit reinnehmt. Ich gebe euch ein Beispiel, warum ist mir das heute so wichtig? Ich habe am Jahresanfang bei meinen Rotariern meinen Begrüßungsvortrag gehalten. Und da wollte ich da keine Kunden gewinnen. Das heißt, ich habe so diese Vertriebskette ausgehängt. Ich habe einfach meinen Vortrag gehalten. Das war am Jahresanfang. Ich habe gesagt, die Social Media Trends 2018. Und hinterher haben die Leute das gesagt, was sie immer sagen, ja, guter Vortrag. Und irgendwie habe ich mich fast so ein bisschen amputiert gefühlt, weil das Normale wäre gewesen, dass ich jetzt die ersten Vereinbarungen für Strategietelefonate mache, was ich ja nicht machen wollte. Ja, also immer gucken, wie kann ich tatsächlich den Vortrag auch dazu einsetzen, wenn ich damit Umsatz machen möchte, dass ich es auch machen kann. Oh ja, richtig, Jacqueline, gerade Frauen haben größere Hemmungen zu reden als Männer. Möchte ich sagen, gilt da und gilt, ja, klar. Und das ist für uns aber eine große Chance. Das haben meine Amerikaner gesagt,
das in Deutschland habe ich es jetzt noch nicht so gehört, aber in Amerika habe ich es gehört, dass die gesagt haben, Mensch, ihr Frauen habt im Moment so eine große Chance, nach vorne zu kommen, weil es einfach viel zu wenig weibliche Speaker gibt. Also sucht euch eine Möglichkeit und dann tatsächlich üben, üben, üben. Und das sind für mich so drei Möglichkeiten, die man jetzt unabhängig von der Diskussion um Facebook tatsächlich auch hegen und pflegen sollte. Ja, schön. Ich danke sehr für das Gespräch, das wir hatten, für euer Zuschauen, für euer Dabeisein. Ich habe dieses Wochenende Freunde aus Berlin zu Gast. Die habe ich jetzt schon mal an den See geschickt zum Vorbaden. Ich werde mich da jetzt gleich anschließen. Und ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit, einen schönen Sonntag heute. Danke, dass ihr da wart. Wenn du dieses Video später anschaust, dann lieben Dank dafür. Gerne auch Kommentare, Likes, Shares, was immer ihr gerne mit dem Video machen wollt. Ich freue mich sehr. Gute Zeit für euch.